Ich dachte, wir kommen nie an. Hey, warum wartest du nicht hier und ich sehe nach, ob alles okay ist? Vergiss es. Da wartet ein Bett auf mich. Okay, alles beim Alten hier. Was? Es gibt ja auch nicht viel zu klauen. Werd mich wohl noch mal vorstellen. Oh Gott sei Dank. Ich gehe raus und hol mein Bike. Ich suche was für deinen Arm. Kommst du klar? Ja. Gut. Ja. Ich sehe beim Neuro-Kontrollpunkt nach. Die haben bestimmt Verbandszeug oder Schmerzmittel. Lass mein Bike nicht da! Nein, 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 ich werde zu Fuß gehen, solange es draußen noch hell ist. Hey, ich habe Munition, wenn du was brauchst. In der Truhe an der Tür. Danke. Hey, lass meine Flinte hier. Boozer. Also gut. Nimm sie. Danke, Mann. Ich fühle mich ohne sie so nackt. Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Part 2 von Days Gone. Ja, wir haben letztens Boozer, haben wir halt gesehen, wie er den Arm verbrennt gekriegt hat, also ja, der Verletzung halt. Und wie gesagt, von dem Typen, den ich gerade spiele, fahren wir jetzt dorthin und ja, mal schauen. So, Handfeuerwaffen, ich muss aufrüsten, nee. Armbrust, chillig, Leute. So, ja, jetzt schauen wir mal zum Neuro-Kontrollpunkt. Dort, verdammt, wo wir hin müssen. Dein Arm wird eben nicht wieder. Scheißdreck. Ich muss was für seinen Arm finden. Yep. So, bevor wir aus dem Haus. Aha, Mann, das geht hier nicht. Mann, egal. Wie gesagt, wir gehen jetzt zu Fuß. Sein Bike dürfen wir nicht benutzen. Warum ist das noch immer gesperrt? Hey, what the fuck? Ja. Warte, was? Brauche ich. Chillig. Was zum Teufel? Oh, Alter. Boozer, bist du wach? Ja, Dick. Was gibt's? Ich hab da gerade jemanden ums Versteck schleichen sehen. Bist du Mecker? Was hat er vor? Keine Ahnung. Ich werde ihm folgen. Mal sehen, ob da noch mehr sind. Wie gesagt, scheiß auf Copeland. Ich mach das nicht für ihn. Dicken Ende. Das ist nicht gut, wenn da jetzt jemand bei unserem Versteck rumlauert. Das ist scheiße, Leute. Ich glaube, es führt gleich zu einem Kampf. Nehme ich jetzt mal stark, aber ich glaube, der wird da jetzt zu seiner Base rennen. Ja. Alles klar, gut. Ah, jetzt habe ich wieder meine Waffen benutzen. Chillig. Schalldämpfer wäre nice. Habe ich auch noch immer keinen. Obwohl, warte. Die Waffe wäre leise. Ich weiß nicht, Leute. Ich weiß. Irgendwas gefunden? Ich hatte recht. Die Drifter von letztens. Zwei auf dem Bike. Die haben ein Versteck in die Straße hoch. Ja? Oh Mann. Ganz schön dickes Ding. Eine Art Wachturm mit Zaun und allem. Genau richtig für uns. Klingt eigentlich ganz gut. Ich würde sagen, wenn es dunkel wird, legen wir die Schuhe. Scheiß auf euch. Endlich. Verdammt. Okay. Hab ich dich. Ja, ich hab's erwischt. Ich muss nachladen. Na. Ich gehe jetzt wieder ein bisschen dran, Name ist so. Boah, Treffen ist Kunst, Alter. Aha. So wie wir Nahkampf mit mir, das ist nicht gut, Leute. So, tot. Genau. So, erstmal untersuchen, Alter.
Ui, ja, Leute, ich sag's euch, bist du narrisch. Habe ich noch Schuss dafür? Ja, 4 Stück. Scheiße, ne, die hebe ich mir auf. Die hebe ich mir auf fürs Jagen oder so ein Scheiß. Oder ist Munition? Von wo? Von wo? Oh Leute, ich kann echt nicht ziehen, Alter. Kann ich den Stein auf den Kopf hauen? Das war der letzte. Der da halt gefolgt sein. Oh ja, doch egal. Schlecher. Verpisst euch vom O'Leary Mountain. Rose, ich habe ihr Camp gefunden. Nur ein paar Drifter, die bei uns einziehen wollten. Nur. Gesagt, geil. Es wird Zeit, darüber nachzudenken, nach Norden abzuhauen. Ja, kümmern wir uns erstmal um deinen Arm. Ja, gut, und sagen. Dann um die Reisepläne. Ich gehe jetzt zu meinem Bike. Dicken Ende. Ich gehe. Wo ist es eigentlich? War halt nur ein Kilometer. Ich sollte die Taschenlampe aus. Ah, okay. Chillig, okay. Mit Beilassung und bei Taschenlampe anmachen. Das ist schon mal nice. Und das regnet. Da hinten sind Zombies. Also, ob die die. Okay, gut, ja. Egal. Schrott kann immer gut sein. Es geht nichts über Schrott. Schrott ist immer nice, Leute. Vor allem in dem Game, Alter. Sollte wirklich nicht so rennen, Alter. Ja, du verdammte Freaker. Ja, wollte ich noch sagen, sollte ich die umlegen? Oder was? Alter, die fressen sich halt wirklich gegenseitig, Alter. Oh, verdammter Regen. Mal sind's die Freaks und dann dieser verdammte Regen. Wieso regnet es andauernd? Weiß ich auch nicht. Oh, Scheiße. Weg, weg. Lauf. Lauf. Na, also. Sehr schön. Da ist noch irgendwo einer. Da hinten. Halt die Goldschmiede. Ja, nicht schlecht. Ja, wo zum Teufel bin ich? Digga, der kann Gedanken lesen. Ich müsste bald da sein. Ja, ist aber schuld, wenn du dazu zu Fuß gehst. Ich muss zu meinem Bike. Ich bin fast da. Finish aber. Oh, Digga. Warte kurz. Den mache ich jetzt noch finishen. Also die merken wir nicht mehr. Ne? What the fuck? Ja, genau das wollte ich. Immer so Kopf abhaken. Oh, wie geil. Alter, diese Waffe geht so schnell kaputt. Aber dafür ist sie saugeil, Alter. Oh, Mann. Wie haben wir den. Oh, ich weiß nicht. Woher haben wir den Molotow? Egal, scheiß drauf. Komm schon, Baby, wo zum Teufel steckst du? Hier war's. Genau hier haben wir es abgestellt. Im Rettungswagen ist immer was drin. Ja. Schönes Ding. Oh oh. Spike ist nicht mehr da. Scheiße! Spike ist nicht mehr da, Leute. Mein Fuck. Bike ist weg. Fuck! Verdammt, Copeland! Hey! Du bist aus Copelands Camp! Zum Teufel ist mein Bike! Hey, stopp! Halt, verdammt! Ich hab dein Bike nicht, Mann. Ehrlich.
Ich bring dich nicht um! Halt an! Verdammte Scheiße! Du musst komplett fragen. Ich weiß nicht. Hey! Ich will nur mein Bike! Ich hab nichts gemacht! Oh Gott, verdammt. Okay, jetzt werde ich dich umbringen. Usa, bist du da? Ja, Dick. Hast du dein Bike? Nein, Copelands Männer waren vor mir da. Ich gehe zu seinem Camp. Dicken Ende. Digga, diese Ausdauer von dem Dude, Alter. Du hast Zombie und gerade andere Probleme, scheiß Viecher, Alter. Stier wie lehnig, du. Alter, Leute, Alter. Fuck, Alter, ja, so 10% kann ich weghauen. Gut, da ist Basie besser oder mein Messer, Alter. Oh, als ob. Und ich kann nicht rennen. Ausdauerverbrauch, ich bin jetzt hier da. So ein Wichser hat mein Bike geklaut! Davon weiß ich nicht. Da musst du mit Benny reden. Okay. Ja, zu dem will ich gerade. Hey, Manny. Oh, oh. Hey, hab dich hier lange nicht gesehen. Oder war zu beschäftigt. Voll drin. Irgendwo muss das Futter herkommen. Ja, das Camperleben. Ja, Camperleben. Da gibt es ein Buch. Zen und die Kunst der Reparatur. Kennst du? Nein, ich hatte früher nicht so viel Zeit zum Lesen, weißt du? Ja, ich hatte eine Werkstatt in Farewell. Ich habe es allen zum Lesen gegeben. Der Beruf des Mechanikers erfordert innere Ruhe. Naja. Arbeiten Sie mit leerem Magen für die Konzentration. Manny, ich suche ein Bike. Ach ja? Oh, wow, wow. Du, das hier lieber nicht. Warum nicht? Ja, das kommt frisch vom Laster. Ich meine, irgendein Penner hat es im Regen stehen lassen. Total verrostet. Und es wurde hart rangenommen. Der Vollidiot wusste nichts über Bikes. Ist das so? Ja, so ist es. Zum Teufel mit dem Ding. Ich meine, wir haben es gerade zerlegt. Er hatte nicht mal eine Benzinpumpe. Die hätten wir gebraucht. Oh Mann, eine Benzinpumpe. So eine? Okay. So eine, Manny. Okay, okay. Als ich Idiot gesagt habe, meinte ich, diese Idioten, die das Bike herbrachten, die haben das Teil nicht richtig fixiert und es da hinten, ja, rumklappern lassen und... Dick, lass uns reden. Sieht aus, als hättet ihr Ärger gehabt. Ein Angriff gestern Abend, wieder Ripper. Das war schon das zweite Mal. Manche sagen, die suchen dich und Guse. Da draußen wird immer viel Bullshit erzählt. Wow, die kann ich mal rennen. Kommen zurecht. Ich kann nicht mal rennen, Alter. Tage ohne Essen? Naja, du weißt, wie es ist. Reicht euch der See nicht? Wir angeln genug Forellen. Es ist ein Schmelzwassersee. Wer niemand Fische einsetzt, ist er irgendwann leer gefischt. Wie alles andere auch. Als Kind war ich hier immer mit meinem Vater auf der Jagd. Wir bauten Hochstände, legten Salzlecksteine darunter aus und schossen das Wild. In manchen Wintern hatten wir mehr Fleisch, als wir essen konnten. Ich glaube nicht, dass das legal war, das Ködern mit Salz damals. Für Dad gab's nur ein Gesetz, die Verfassung der Vereinigten Staaten. Wenn er uns jetzt sehen könnte. Amerika. Das Land der Freiheit. So ist es. Ich habe Leon getroffen. Ja? Hat mir was vorbeigebracht. Ist das so? Den Leuten hier geht's beschissen, Deek. Oh, Leon. Zack sagt, er sei abgehauen. Der ist weg. Hör zu.
Finde sein Versteck und bring alles zu mir. Zu mir, Deke. Und danach, tja, dann tun wir was für dich. Das Bike, das deine Männer gestohlen und zerlegt haben. Altmetall, Deke. Altmetall. Alles klar. Ich versuch's mir zu merken. Schicke Mütze. Was? Nein, die hier. Fass mich bloß. Ganz langsam. Leon hatte so eine Mütze. Korb, ich schwöre. Stopp. Du willst hier Geschäfte machen? Dann musst du für mich arbeiten. Korb. Ach, Scheiße. Okay. Jetzt bin ich eh schon hier. Was hast du? Also, geht doch. Eine Gruppe Drifter plündert meine Vorratslieferungen. Jetzt sind sie im Funkturm westlich vom O'Leary Mountain. Ist das nicht deine Gegend? Nein, ist sie nicht, aber ich kümmere mich drum. Das dachte ich mir. Das ist mal scheiße gelaufen, Alter. Ganz schön viele Ohren. Habe ich hier was? Nein. Was willst du? Settler. Heavy. Dick. Warte, du sollst wissen, dass es mir leid tut. Ich wusste es nicht, ich schwör's. Weißt du überhaupt, wie viel Arbeit ich in dieses Bike gesteckt habe? Das war ein Drifter-Bike, Manny. Ich weiß. Ich werd's wieder gut machen, ich schwör's. Ich hab ein neues gebaut. Die Drecksmühle nennst du ein Bike? Ich weiß, es ist nicht. Ich werde mich nach Teilen umsehen. Ich mach dir was klar, ich schwör's. Okay, und was ist mit meinem Spezialtank, Manny? Weißt du, der, den mir meine verstorbene Frau geschenkt hat? Findest du den auch? Mann, Dick, tut mir leid. Geh mir einfach aus dem Weg. Was auch immer, Manny. Kann man da... Ach, man kann mit ihm handeln. Bike könnte besser aussehen. Okay. 200 Euro drin, ne? Okay, bis demnächst mal. Ciao. Was machst du hier? Hör zu, Manny, es ist erledigt. Scheiße, das ist doch kein gottverdammtes Bike. Rosa, bist du da? Wie geht's dir? Was macht der Arm? Wie gesagt, wird schon. Okay, ich will trotzdem noch zum Nero-Kontrollpunkt da. Sterile Verbände holen, eine Salbe oder so. Ja klar, mach nur. Ich geh dann raus und sichere den Berg. Bruder, nein, du hast Verbrennung im dritten Grades. Du ruhst dich aus, okay? Ich komme so schnell ich kann. Ich glaube, ich könnte es gegen die Schmerzen gebrauchen. Ja, klar. Ich werde sehen, was ich finde. Ich finde schon was. Man kann prüfen, geil. St. John, hier spricht Cove. Wenn du am Turm bist, meine Frequenz wurde abgeschaltet. Bring's in Ordnung, ich zahle dafür. Also diese Männer, kennst du die? Den Saft und so. Klingt ziemlich persönlich. Verdammt, ja, es ist persönlich. Sie gehörten zum Camp, aber die Regeln passten ihnen wohl nicht. Nicht stehlen, nicht... Oder es ging ihnen wie mir. Und sie hatten einfach genug von deinem paranoiden Schwachsinn. Oh, nee. John Allen. Das ist er, der Nero-Kontrollpunkt. Ich brauch was für Busas Arm. Na kommt, versammelt euch alle. Versammelt euch alle. Ah!
Moin und tschüss. Nein, hier nicht. Wow. Wow. Bingo, da ist er. Ja, warte. Wir brauchen ja mit dem Kind. Um das einen. Oh, um das einzuschalten. Mit dem Kind wird geknackst, lol. Urwedern. Ich brauche einen Schalldämpfer, Alter. Ja, ich weiß, Benzin kann ich so. Hier ist ein Medkit, das ist nice. Nice. Ich plündere mal einfach alles. Dann mache ich das. Beziehungsweise muss ich dann noch was machen, was ich jetzt noch weiß. Muss jetzt auch aufs Dach. Weil sonst der Alarm zu laut wird. Beziehungsweise muss ich diese Lautsprecher cutten. Hier. Das meine ich. Hier ist keiner. Dass man nicht springen kann. Meine Fresse. Okay. So ein Benzinkanister, Leute. Was ist das? Bitte. Und jetzt soll ich immer gut. Boah, Mann, verdammte Scheiße, wo ist der Scheiß Benzinkanister? Sonst kann ich das nicht starten, den Scheiß. Wow. War so geil. Benzinkanister. Da los, du Scheißding, spreng schon an! Ja! Gut, kurz gedacht, dass ich nicht alle Sirenen-Dinge abgeschalten habe. Ah, gutes Timing. Das war's. Jetzt kann ich da rein, Leute. Endlich. Sterile Verbände. Wo bewahren Sie die bloß auf? Steril. Munition. Alk. Ui. Hier ist die Kiste, so hier. Unsere Einheit ist bereit zum Abzug. Ich habe gerade erfahren, unsere ganze Arbeit hier draußen wird Zeitverschwendung. Hunderte Infizierte strömen bei Farewell über den Highway. Die hält niemand mehr auf, die Kontrollpunkte fallen. Wir ziehen ab! Okay, ich komme. Abzug! Nein, halt! Nein, wir haben doch nichts getan! What the fuck? Ja, sterile Verbände. Genau das, was ich brauche. So. Du hättest mit deinen Freunden abhauen sollen. Willkommen in meiner Welt, dämlicher Wachkopf. Jetzt muss ich das nur noch zurück zu Busa bringen. Oh. Ausdauer, was soll ich nehmen? Nero. Ausdauer. Sieht aus wie ein Nektar oder so. Wow, oh, das haut ganz schön rein.
Besser leben. Ich habe gerade eine Trophäe bekommen, Leute. Da steht einfach so: besser leben mit Chemie. Lol. Chillig. Ja, jetzt ist meine Auswahl definitiv länger. Geil. Fühl ich. Jetzt nehme ich mal an zu Bruiser wieder. Oder habe ich noch was vergessen? Nee. Passt ab zu Bruiser. Ist hier noch was drin? Ja. Bruiser, bist du da? Bruiser, Gottverdammt, antworte mir! Er meldet sich nicht. Wo steckt er nur? Ich muss. Man kann auch. Das Geile ist an dem Game, finde ich auch, was echt realistisch dargestellt ist, dass man rollen kann mit Back, damit die Zombies sich nicht entdecken. Weil. Schaut mal, ich habe jetzt Gas gegeben und jetzt scheint's. Ich finde das so geil, man. Ich meine, bergauf rollen, ja, okay, es ist ein Scheiß, aber es geht nicht, aber. Ansonsten ist es sau geil gemacht. Mit 10 Pfeiler, das ist gut so. Bruiser hat er vorher nicht geantwortet, das ist... Oh ne. Ah, er schläft, okay. Hey Bruiser, ich hab da so ein Zeug für deinen Arm gefunden. Bruiser? Oh, bitte nicht. Oh shit. Bruiser! Hey! Wow. Oh, oh shit! Alter. Scheiße, Dick! Fast hätte ich dich umgeballert. Lass mich mal den Arm ansehen, ja? Nein. Oh nein, ich mal geht schon. Sehen. Alles ja, gut. Gut. Hey, Dick. Danke, Mann. Das wird schon, okay? Das wird wieder. Ich frage mich, wann er ihm das sagen wird, dass es nicht wird. Das Problem ist, Leute, ich mag halt noch eine Mission machen, ich weiß aber nicht, wie lange ich schon aufnehme. Das Scheiße ist, auf der PlayStation kann man halt nur eine Stunde aufnehmen und dann bricht die Aufnahme ab. Und dann kann ich halt wieder eine neue starten mittendrin und das ist dann auch scheiße. Aber egal, mal schauen. Ja gut, Leute. Ja, wie gesagt, ich werde die Aufnahme jetzt beenden, weil ich weiß halt nicht, wie lange ich jetzt schon aufnehme. Und die Mission mit diesem Turm da hinten, ihr wisst, was ich meine, oder? Der da raucht da hinten, der Turm. Warte, wie kann ich das? Ja, der Turm, der da hinten raucht, falls ihr das seht. Wie kann man nachzoomen? Ich will nachzoomen. Markieren, ja, hier. Also der Turm da hinten, ich weiß nicht, ob ihr das seht. Den werden wir dann im nächsten Part aufnehmen. Beziehungsweise dorthin fahren und die Mission machen. Ja, bis dahin, Leute, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Würde mich sehr freuen. Lasst vielleicht noch ein Abo da. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Wie Bruiser so schön sagt.
Ich glaube, mein Bett ruft mich.